Alles war heute in bayerischer Hand. Weiß-Blau dominierte die Mixed-Wettbewerbe, egal ob Luftpistole oder Luftgewehr. Besonders spannend machten es Monika Karsch und Sebastian Franz. Das Team Baden war eigentlich so gut wie durch, doch Monika und Matthias waren Wadelbeißer. Badische Nerven flatterten und so ging der deutsche Meistertitel Mixed-Luftpistole doch noch nach Bayern mit dem letzten Schuss. Große Freude bei M&M, Moni und Matthias. Meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für den neuen deutschen Meister. Man muss bis zum Schluss muss man dranbleiben und ich habe mir gedacht, ich probiere es so gut ich kann und dann schauen wir mal, was nach dem 24. Schuss ist. Einfach Vollgas 10er, dann muss es wäre. Und dann hat er geschossen. Mit dem Hirs macht es voll Spaß. Und als wir das letzte Mal miteinander geschossen haben, war es auch schon so gut. Und da hat er mich echt ganz schön rausgezogen. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, jetzt darf ich wieder mit ihm schießen und jetzt geben wir mal Gas und schauen mal, was dabei rauskommt. Wir wechseln uns praktisch immer ab. Genau, so machen wir das. Von Wettkampf zu Wettkampf. Im darauffolgenden Mixed-Luftgewehr-Wettbewerb waren gleich zwei bayerische Teams am Start. Selina Gschwandner mit Maximilian Wolf und Sabrina Hösel mit Sebastian Franz. Auch am Schluss blieben nur noch diese vier übrig und ein bayerischer Doppelerfolg war klar. Silber ging letztendlich an Selina und Maximilian. Neudeutsche Meister im Luftgewehr-Mixed wurden mit 0,7 Ringen Differenz Sebastian und Sabrina. Also der Vorkampf war von uns beiden ja erstmal schon richtig gut und da haben wir, glaube ich, erstmal richtig gut Selbstbewusstsein mitgenommen fürs Finale. Und wir haben einen guten Start gehabt, sind wir gleich Erster gewesen und dann, glaube ich, haben wir nur noch versucht, die Dinger reinzuhauen und den Abstand zum zweiten, dritten zu halten. Ja, es war sehr gut, weil wenn sie einen guten Schuss gemacht hat, hatte ich gleich Sicherheit, wusste jetzt, kann ich es nicht versauen. Und dann war ja nur ein, zwei Mal, wo vielleicht ein bisschen Ohr gekommen ist, aber das Publikum ein bisschen streng, 9-9 und ja. Da musste ich, okay, jetzt muss ich nachlegen, aber das hat dann auch motiviert. Es ist ein bisschen schon aufregend, als Erster zu schießen, aber ich finde es dann auch sehr spannend, auch auf seinen Schuss zu warten. Und da fiebe ich dann auch mal ganz doll mit, weil ich bin da so eine, ich bin immer sehr neugierig und will wissen, was die anderen schießen. Und da hat sich dann immer gefreut, bei ihm zuzugucken und da sind auch sehr gute, sehr dicke Zehner geflogen. Zum Glück. Es war ein erfolgreicher bayerischer Tag bei den deutschen Meisterschaften und unser neuer erster Landesschützenmeister fieberte erst im Publikum kräftig mit und dann machten Christian Kühn an so einem Tag die Siegerehrungen ganz bestimmt besonders viel Freude. Also erstmal Gratulation an alle Gewinner heute, aber natürlich die Mixed-Finals waren natürlich sensationell, vor allem das Finale mit Monika Karsch, der letzte Schuss war dann die Entscheidung zu Gold und auch soeben mit Gold und Silber sind wir natürlich alle hoch zufrieden und so kann es gern noch für die restliche Zeit weitergehen. Das war cool.